Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich im Grunde genommen eine Fassade zeichnen möchte und einfach wieder auf unterschiedlichste Konstruktionstechniken eingehen möchte. Dieses Video wird sicher in mehrere Teile aufgeteilt. Das heißt, ich werde immer wieder so im Schnitt bei den circa 20 Minuten versuchen, ein Video zu erzeugen, und je nachdem, wie viel dazu konstruiert wird, werden es in diesem Fall einfach dann mehrere Teile werden. Im ersten Schritt erzeuge ich wie gewohnt ein neues Projekt. Dem Projekt gebe ich eine Projektnummer. Das wäre hier in diesem Fall 23.05.30 für das Datum heute. Das ist mein Projekt, meine Projektnummer. Das gehört zu meinen Projekten 2023 und ist eine Fassade. Hier wird natürlich nicht nur eine Fassade gezeichnet, ich möchte hier weitere Sachen auch noch dazu modellieren. So, im ersten Schritt möchte ich natürlich eine neue Konstruktion erzeugen, wo ich in diesem Fall noch nicht positionieren möchte. Dies wird mein Gesamtmodell werden, wo alles zusammengefasst ist. So, im Grunde genommen als erstes möchte ich hier mit der rechten Maustaste eine neue Baugruppe für meine bauseitigen Teile erzeugen, welche eine Strukturbaugruppe ist. Ich habe hier im Zwischenspeicher bereits ein Modell, wo ich hier in diesem Modell zeichnen möchte. Im Grunde genommen sieht man, jetzt ist hier dies von hinten. Das heißt, ich werde hier diese Fassade oder dieses Bauseits auch nochmal um 180 Grad drehen, damit ich mir hier in weiterer Hinsicht einfach leichter tue, weil das meine Hauptvordansicht wird. Im Grunde genommen, was möchte ich machen? Ich möchte hier eine Fassade reinkonstruieren. Ich möchte hier dann auch Konsolen, Anbindungen, Anschlüsse. In den nächsten Schritten möchte ich hier auch noch eine Stiege haben, und ich möchte hier auch dann die Wand mit Blechen verkleiden und einfach ein bisschen auf diese Konstruktionstechniken eingehen. So, im ersten Schritt habe ich hier mein Bauseits, wo ich die bauseitigen Teile habe. Dieses kann aus einem IFC-Modell kommen, oder ich modelliere es, so wie in diesem Fall selbst, und ich möchte hier mit diesem Punkt weiterarbeiten. Das Drehen des Modells, das mache ich hier in diesem Fall mit der 3D-Maus. Das heißt, ich kann dies hier natürlich relativ einfach dann drehen. Damit man sieht, welche Maus ich hier habe, kann man das hier in dieses Menü anschauen. Das heißt, ich habe hier diese Maus, und ich kann hier auch diese Maus mit unterschiedlichsten Befehlen definieren. Das heißt, in diesem Fall habe ich hier zum Beispiel ein Menü, wo ich hier gewisse Befehle drauf habe, oder ein Menü mit den Ansichten. Das heißt, ich kann hier, sobald ich einfach nur mit der Maus drüber fahre, wird mir der Befehl für die Schnittansicht zum Beispiel gestartet oder für Punkt messen. Das heißt, ich brauche nur drüber fahren und kann hier zum Beispiel, ist der Punkt, der Befehl schon gestartet. Das kann ganz einfach definiert werden. Ich habe hier auch noch weitere Befehle auf der Maus, wo ich zum Beispiel direkt Maße setzen kann. So, dies wäre jetzt in diesem Fall mal zur 3D Space Maus. So, im ersten Schritt möchte ich ja hier eine Fassade oder erzeugen. Es gibt hier im Grundsatz, möchte ich das natürlich mit in Kombination mit Logical machen. Und es gibt hier zwei Wege. Entweder habe ich bereits eine Fassade, sage jetzt mal, im Logical kalkuliert und ich möchte diese nur einfügen, oder ich kann dies mit einzelnen Profilen machen. Ich möchte jetzt aber diesen Schritt machen, dass ich hier mir in dieses Fenster oder in diese Öffnung eine Skizze reinzeichne, und mit dieser Skizze möchte ich dann meine Fassade mittels Logical definieren.
Das heißt, der erste Schritt, ich erzeuge eine Skizze, wo ich hier diese auf diese Ebene lege und kann hier in diesem Fall zum Beispiel mit Offset meine Kanten auswählen und damit schon mal meine Begrenzung definieren. Ich setze dies einfach mal 100 mm von außen rein und somit habe ich hier schon meine ersten Kanten. Was ich hier noch mache, ich werde hier die Ecken, die müssen natürlich getrimmt sein, das heißt, das soll jetzt einfach mal mein Außenraster sein. Dann möchte ich weiters noch eine Kante oder einen Riegel hier an dieser Höhe und einmal an dieser Höhe haben. Das sind meine fixen Riegel, wo ich hier dann auch dies gleich auf die Ecken oder auf die Kanten trimme. Und dann kann ich hier in diesem Fall einfach meine Rasterteilung erzeugen. Das heißt, ich kann hierher gehen und als Beispiel, ich gebe hier einfach von links und rechts die 1000 mm, einmal hier und einmal hier. Dies kann ich natürlich nachträglich jederzeit ändern. Das heißt, ich kann hier auch zum Beispiel sagen, ich möchte hier 800 und hier, warum auch immer, 950. Dies kann ich natürlich auch, wenn die Fassade drinnen ist, auch noch ändern. Das heißt, ich gebe hier von unten noch einen Riegel auf einen Meter. Dasselbe mache ich hier auch noch. Das heißt, von dieser Kante möchte ich auch einen Meter nach oben gehen. Und hier gehen wir von oben 800 mm nach unten. So, somit habe ich hier meinen ersten Bereich im Prinzip fertig, wo ich hier diese Bedingung möchte ich hier noch lösen, da ich eigentlich hier auf der Unterkante bleiben möchte. Und man sieht hier zum Beispiel diese Kante, da war der gleiche Abstand, das heißt, ich gehe hier noch einmal auf zurück, da es hier um diese Bedingungen geht. Diese lösche ich hier in diesem Fall nochmal weg. Und jetzt sollte es gehen, dass ich hier diese Kante nach unten ziehe. Und die obere Kante, da muss ich halt natürlich jetzt darauf achten, dass die Kanten auch geschlossen sind. Wenn ich das einmal mit diesem Befehl erzeuge, dann kriegt automatisch die Skizze diese Gleichlage und somit wird es dann auch in Zukunft mitgezogen. Das heißt, wenn ich die Skizze einfach das erste Mal richtig gemacht hätte, wäre das gleich mitgekommen. So, meine Skizze ist in diesem Fall jetzt fertig. Ich kann hier nochmal kontrollieren, das heißt, der Riegel sitzt hier, die sitzen an dieser Stelle und oben habe ich in diesem Fall 100 mm Luft und links und rechts habe ich auch meine Luft, welche ich auch nachträglich ändern könnte. So, der nächste Schritt ist, dass ich hier diese Fassade erzeuge, das heißt, ich wähle hier den Befehl aus mit der Skizze und muss diese Skizze hier in diesem Fall bestätigen. Hier kann ich sagen, ob die Skizze gelöscht werden soll oder nicht. In diesem Fall möchte ich sie ganz bewusst löschen, weil ich kann diese ja nachträglich jederzeit auch abändern. So, jetzt wird gefragt, ob ich ein neues Projekt im Logical anlegen möchte. Das möchte ich jetzt in diesem Fall. Und jetzt wird mir die Schnittstelle zu Logical geladen. Ich kann mir hier meinen Ordner definieren und ich möchte hier einen Projektnamen eingeben. Eingangsfassade Familie Huber. So, natürlich hier bin ich im Logical drinnen und gebe hier meine Bedingungen ein. Ich möchte hier in diesem Fall keine Statikberechnung machen. Kann ich schon meine Vorgaben machen. Das heißt, ich möchte hier im Schicko bleiben. Kann auch schon bestimmte Oberflächenfarben definieren, was ich hier auch gleich machen werde. Glasvorgaben, das ist mir jetzt egal. Das heißt, ich sage hier noch in welcher Serie, dann brauche ich danach nichts mehr auswählen.
Und somit habe ich jetzt mein Element oder meine Fassade oder mein Projekt im Logical erzeugt. Und jetzt wird schon meine Position angelegt. Man sieht hier automatisch, dass die Verbindungen, die Sachen alles eingestellt ist. Ich bin in der Außenansicht und gehe jetzt einfach wie gewohnt durch. Das heißt, ich gehe hier in meine Elementbearbeitung, vergebe meine Verbindungstypen. So, jetzt war es so, dass bei mir hier eine Standardvorgabe war. Ich möchte aber hier die Pfosten und Riegel noch bearbeiten. Das heißt, ich möchte hier auf einen 150er Pfosten gehen. Das heißt, ich habe natürlich hier die komplette Auswahl meiner Riegel und Pfosten. So, ich suche mir den Pfosten aus, den ich benötige. So, hier haben wir den dementsprechenden Isolator. So, das heißt, dadurch ich hier den falschen Isolator gewählt habe, gehe ich einfach zurück und wähle den anderen. So, Andruckprofil und die dementsprechende Deckschale. Das gleiche mit den Riegeln. Ich gehe hier auf den gleichen Riegel und wähle wieder meine Kombination aus für meine Profilkombination. So, in diesem Fall habe ich hier meine Werte eingegeben und gehe hier weiter. Man sieht hier, das heißt, ich habe hier einen Pfosten ausgewählt, den es nur in 4 Meter gibt. Das heißt, ich werde jetzt keine Pfostenteilung machen, sondern werde hier zurückgehen und natürlich die richtigen Pfosten auswählen, den es auch in 6 Meter gibt. Habe ich jetzt einfach ein bisschen zu wenig geschaut. So. 6 Meter. Nehmen wir diesen einfach. So. So. Jetzt kann ich natürlich weitergehen, meine Verglasung definieren. Das heißt, ich gehe im ersten Schritt her und wähle einfach mal mein Glas aus. Wähle meine Glasstärke. In diesem Fall sage ich einfach übernehmen. Hier in der Mitte möchte ich aber ein Panel haben. Gebe hier noch fürs Logical eine Farbe an und habe in diesem Fall die Sachen definiert. So, jetzt bin ich im Logical fertig. Jetzt werde ich noch abgefragt, wie ich meine Detailstufen haben möchte und welchen Namen ich vom Logical mit übernehmen will. Also ich will den Projektnamen plus die Position und mit allen Bearbeitungen möchte ich das importieren. Das heißt, jetzt wird es mir vom Logical importiert. Und jetzt sieht man, jetzt habe ich hier meine Fassade ins HiCard geholt. Diese Fassade ist natürlich mit dem Logical kombiniert. Das heißt, dies kann ich jetzt an allen Stellen weiter bearbeiten. Ich möchte mir hier im ersten Schritt wieder eine neue Strukturpaargruppe für die Fassade erzeugen, wo meine ganzen Fassadenteile enthalten sind. Weil das werde ich dann in weiteren Schritten noch brauchen für meine Detailzeichnungen und die
weiterhin Auswertungen. So, ich speichere die Konstruktion einfach mal ab und jetzt gehen wir zu den nächsten Schritten. Das heißt, jetzt im nächsten Schritt möchte ich hier, weil ich einfach etwas vergessen habe, ich habe es jetzt nicht wirklich vergessen, aber mir geht es um das, um auch die Sachen zu zeigen. Ich möchte hier in diesem Fall auch noch einen Pfosteneinstand, den ich bei der ersten Vergabe einfach noch nicht eingegeben habe, definieren. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, 127 mm zu vergeben. Das Maß ist in diesem Fall so klein, weil ich beim Erzeugen der Konstruktion den Hauptmaßstab auf 1:1 gelassen habe. Das heißt, das mache ich jetzt gleich höher, weil dann ist es einfach leichter zu arbeiten. Das heißt, ich möchte hier unten definitiv nochmal den Einstand definieren. Oben werde ich den bündig lassen. Und jetzt gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Ich werde einmal den Weg zeigen, dass ich es übers Logikal ändere. Das heißt, ich gehe jetzt ins Logikal. So, hier habe ich mein Projekt, meine Fassade und ich möchte hier diese Position bearbeiten. Das heißt, das ändere ich mittels Doppelklick oder mittels Doppelklick gehe ich in die Position rein und kann hier in diesem Fall die Profileinstände für alle ändern und ich möchte die unteren, die Bodeneinstände für die inneren Profile um 80, also 120, 127 haben wir gehabt. Das heißt, ich gehe auf 75 mm, das heißt ca. 5 cm habe ich unten noch Luft. Gebe hier die Position, mache diese zu. Das heißt, man kann auch so argumentieren, dass jemand, der sich mit der Fassade dann auch besser auskennt, dies erzeugt. Man muss sich so vorstellen, ich als Konstrukteur kenne mich vielleicht mit der Fassade nicht so gut aus, möchte aber die Größe definieren, sag's dem Kollegen, der kennt sich mit gewissen Sachen besser aus. Er könnte ja auch sein, dass der dann andere Profile auswählt oder Verbindungen. Und dieser Fall wäre jetzt passiert. Das heißt, der Kollege hat die Sachen geändert, kommt wieder zu mir und sagt, ja, ich habe was geändert an der Fassade, weil ich brauche einen Einstand und dann kann ich hier auch sagen, zum Beispiel hol mir die Änderungen vom Logikal. Das heißt, ich muss hier in diesem Fall den Punkt angeben, welcher fix bleibt. In diesem Fall sage ich einfach, der obere Punkt bleibt fix, weil es wird hier nach unten gezogen und jetzt wird mir die Fassade einfach aktualisiert und die aktuellen Daten vom Logikal genommen. So, das sieht man jetzt. Jetzt wurde die Fassade aktualisiert und jetzt habe ich hier auch meinen Pfosteneinstand. Dieser wurde mir vom Logikal übernommen. Jetzt möchte ich aber auch trotzdem noch zeigen, wie ich zum Beispiel auch die Größe abändern kann. Das heißt, die Aufteilung passt nicht, ich möchte irgendwas anderes haben. Dazu gehe ich auf die oberste Position der Logikal-Fassade und kann hier mit Doppelklick auf Skizze bearbeiten, wieder ins Menü der Skizze reinkommen und kann als Beispiel hier sagen, ich möchte hier nicht die 800 haben, sondern warum auch immer 1200, weil ich einfach das größer haben möchte. Oder machen wir da den Abstand nicht 800, sondern machen wir 600. So, das heißt, das wurde mir hier dann abgeändert, der Raster ist anders. Ich sage in diesem Fall einfach nur Skizze übernehmen. Jetzt sieht man, jetzt wurde der Raster im Logikal abgeändert. Ich kann auch hier gleich zusätzlich noch sagen, dass ich sage, ich möchte hier einen Einsatz haben. Das heißt, ich möchte hier einfach mal ein Fenster hinzufügen. Das machen wir hier.
wähle die Serie aus. Ich muss natürlich die ganzen Optionen eingeben. Dann welchen Adapter ich haben möchte. Den Luftspalt. Und gebe auch dann meinen Flügel an. Natürlich muss ich auch noch die Beschlagsteile definieren, wo ich jetzt nicht sehr viel machen werde, weil das kann zum Beispiel wieder derjenige machen, der sich damit besser auskennt. Bearbeitungen sieht man danach. Somit habe ich jetzt mein Fenster eingegeben. Gehe weiter, weil ich muss ja natürlich noch ein Glas definieren. Ich nehme hier auch wieder das gleiche Glas, kann natürlich hier auch die andere Glasstärke nehmen. So, das habe ich jetzt falsch gemacht. Muss natürlich übernehmen sagen und möchte hier die Position abschließen. So, man sieht hier, jetzt habe ich hier diese Fassade mit dem Fenster drinnen und auch die Änderung des Rasters. Und somit kann ich dies sehr, sehr einfach erzeugen und abändern. Ich kann natürlich auch ganz einfach somit den Randabstand der Pfosten von der Wand abändern und somit sehr einfach die Sachen erzeugen. Wichtig ist dabei, dies muss immer übers Logical gehen und hier wäre es natürlich ein Fehler, wenn ich hier mit den Standard Highcard Funktionen arbeiten würde, weil wenn ich ja in Kombination mit dem Logical arbeite, dann ist es ja ganz wichtig, dass das Logical ja auch die Maximallängen überprüft, damit ich hier nicht irgendetwas Falsches erzeuge. So, ich bin jetzt so circa bei den 20 Minuten. Das heißt, dies wäre der erste Teil des Videos und in den nächsten Teilen geht es dann, wie ich hier meine Fassade positioniere, meine Detailanschlüsse mache, dann werden wir auch ganz sicher Konsolen einfügen, verschiedensten Möglichkeiten, wie man Konsolen erzeugen kann und einfach die Fassade immer weiter bauen und dann, so wie gesagt, auch die Bleche dazu bauen und die Blechfassade und auch natürlich hier die Treppe und diese danach auch anschließen.